Im letzten Tageslicht werden die Feuer entzündet. Und bald zieht sich eine lange Reihe von Flammenzeichen an Niklas Reuth vorbei, durch Feld und Wald, bis Dorfen und Elkhofen. Vorher haben den ganzen Tag lang die Menschen aus den Dörfern entlang der geplanten Trasse Feuerschalen aller Größen aufgestellt und Holz zusammengetragen oder auch anderes Brennmaterial, jeder nach seinen Möglichkeiten. Sie alle leben da, wo Limone hin soll, und haben Angst, ihre Heimat zu verlieren. Das hört man oft an diesem Abend. Sepp Koller bewirtschaftet als Bauer 20 Hektar Wiesen und Felder. Sie würden von der Trasse völlig zerschnitten, sagt er. Er möchte seinen Hof gern übergeben an den Sohn. Aber ob das noch Sinn hat? Wenn das so kommt, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, muss ich mit 70 Jahren, wenn ich alt bin, zuschauen, wie ein Buben seine Zukunft über den Haufen geschoben wird und mein Lebenswerk. An den Mahnfeuern wird beratschlagt und diskutiert. Viele misstrauen den Aussagen und Berechnungen der Bahn. Manche stellen den Bedarf für einen Neubau überhaupt in Frage. Und viele sind enttäuscht, dass die Bahn einem Ausbau der Bestandsstrecke eine klare Absage erteilt hat. Grundsätzlich nichts dagegen. Wir brauchen das Zeug auf der Schiene, braucht man nicht drüber reden. Aber ich verstehe halt nicht, warum man es da machen muss, wenn es einfach eine bessere Lösung gibt. Ich glaube, es geht grundsätzlich um die Sinnhaftigkeit von der Trasse. Die wird ja von allen Seiten bezweifelt. Aus ihrer Sicht bringt Limone einen unnötigen und brutalen Einschnitt in die Landschaft. Aus Sicht der Bahn führt die europäische Nord-Süd-Achse in vielen Tunneln und tiefen Einschnitten maximal lärmgedämmt durch das Land, hier vorbei an Niklas Reuth. Auch nach einem sogenannten Stresstest ihrer Entscheidung bleiben die Bahnmanager dabei. Limone heißt die Lösung. Ein Ausbau der bestehenden Strecke hier bei Assling sei mit den politischen Vorgaben für den Brenner Nordzulauf nicht vereinbar. Da gibt es Widerspruch von Politikern. Also ich glaube, dass die Vorgaben, die die Bahn als Grundlage nimmt, auch die Möglichkeit eröffnen, diese Trasse, den bestandsnahen Ausbau zu ermöglichen. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Sie, die Betroffenen, freuen sich über jeden Zuspruch und hoffen, mit ihren Mahnfeuern ein Zeichen gesetzt zu haben, das bei der Bahn und bei der Politik in Berlin ankommt. Der Kampf gegen Limone ist noch lange nicht vorbei.